Die jährliche Papierproduktion allein in Deutschland beträgt ca. 30 Millionen Tonnen. Davon ist ca. die Hälfte Verpackungspapier, aber gut ein Drittel sind Grafikpapiere. Die Idee des papierlosen Büros konnte sich also noch nicht wirklich durchsetzen. Daher werden auch heute noch Tausende von zum Teil tonnenschweren Papierrollen auf deutschen Straßen transportiert. Und dazu bedarf es robuster Spezialfahrzeuge. Dazu bedarf es eines Krone Paperliners. Die Beladung der Fahrzeuge erfolgt entweder von der Seite oder von hinten. Und je nach Höhe und je nach Gewicht der Papierrolle und je nach dem Equipment an der Entladestelle werden die Papierrollen entweder liegend oder stehend transportiert. Zur Entladung stehender Papierrollen bei Kunden, die keine Rampe zur Verfügung haben, kommen die sogenannten Yoloda-Roller zum Einsatz. Die Yoloda-Roller werden in die Yoloda-Schienen eingelegt, werden unter die Papierrolle geschoben. Mit der Hubstange wird der Roller angehoben bis zur Arretierposition. Mit dem zweiten Roller wird das gleiche Verfahren. Und dann ist die komplette Papierrolle angehoben und kann spielend leicht ans Heck zur Entladung verschoben werden. Beim Transport von längs in Fahrtrichtung liegenden Papierrollen werden zunächst zwei Papierkeile in der Yoloda-Schiene arretiert. Und der Staplerfahrer drückt die Rolle gegen diese Keile. Im Anschluss daran werden zwei weitere Keile in der Schiene fixiert und mittels der Ratsche langsam an die Rolle herangeführt bis zum sauberen Formschluss. Kantenschoner und Spanngurte bilden den Abschluss für den topsicheren Transport schwerster Papierrollen im Krone Paperliner.